bald wieder hin. Sind Zeugen Jehovas vielleicht? Nee. Bei mir, vielleicht, haben sie, also vielleicht haben sie bei mir halt wirklich schon mal geklingelt, aber ich mache halt nicht auf. Was mir aber aufgefallen ist, ist dir aufgefallen, wie viele radikale Christen mittlerweile auf YouTube in Kommentaren unterwegs sind? Nö. Ich schon, und es ist in jedem politischen oder sonst was Video mindestens ein Kommentar drunter, der einen Bibelvers zitiert mit: Und habt ihr euch auch schon von Jesus Christus erretten lassen, dem einzig wahren Erlöser? Habe ich nicht mitbekommen, ist bei mir wirklich dran vorbeigegangen. Ja, ich finde das so seltsam. Man sollte den Leuten einfach Internet verbieten. Versucht bitte nicht, Leute, Kommentare zu bekehren. Ich habe mal ein Video dazu gesehen, dass du, ich glaube von der Floyd sogar, zu Christfluencern. Da gibt es YouTuber, die sich da wirklich da Videos drüber nicht machen. Das habe ich damit hab ich das mitbekommen. Das finde ich ja nicht schlimm, ich meine. Ja, das finde ich schon schlimm. Aber ja. Warum? Sollen die halt ihre Religion hier ausleben? Ja, aber es versuchen ja junge Leute da irgendwie zu. Oh, die versuchen junge Leute zu manipulieren. So. Ganz ehrlich. Wenn du jung bist, dann bist du entweder Christ und glaubst daran, weil du dazu erzogen bist, oder du glaubst halt nicht dran und dann lachst du über die. Also ich muss mal hier ich muss mal hier beide Schlepps herstellen. Ich benutze mal deine Schneidemaschine. Mach das. Dagegen hättest. Und das denn? Gleich das Haus angucken. Ah, okay, das ist das Tadeus-Haus. Mit viel Fantasie. Okay, da geht's hoch. Und das sind mehrere Etagen. Oh, das ist die Karte. Mhm. Ah, okay. Ah, und das ist die Hobbit-Höhle. Schwer zu erkennen auf der Karte. Ja, aber man erkennt sie. Wir müssen noch irgendwo ein Wort auf die, in Holzklötzen ein Wort auf die Landschaft malen. Habe ich doch, irgendwo müsste in der Nähe einer Wüste müsste ein großes Help auf dem Boden stehen. Wo ich mich verirrt habe, da habe ich eigentlich aus Sand ein großes Help gebaut. Wenn das mal siehst auf der Karte. Aus Sand in der Wüste. Was? Aus Sand in der Wüste. Ja, aus Sand auf dem Steinplateau. Das ist ja möglich. Aber neben der Wüste. Auf dem Steinplateau neben der Wüste. Ja, ich glaube, so weit reicht die Karte nicht. So viel Platz habe ich da nicht. Was würde ich jetzt hier? Würde ich Schlepps machen? Das Netherportal ist nervig. Okay, erstmal muss ich aus dem Fichtenstamm Fichtenholz machen. Werkbank hier im Haus. Ja, hier. Liegt ein bisschen Zeugs unterhalb deiner Werkbank. Unter das Haus. Pilze und so weiter. Wisst ihr, dass sie despawnen oder was? Ja, das ist alles nur Mist, den ich auf der Fahrt gerade mitgenommen habe. Okay, ach, Steinsäge, das ist eine Steinsäge, da kann man gar nicht. Okay. Das Schlepps kann ich da. Das Schlepps kann ich damit nicht machen. Stein schon. Ja, ich brauche natürlich Holzschlepps. Ja, dann musst du die machen. Ui. Ja, ganz ehrlich, zum Thema Christen auf YouTube, da ist mir auch was eingefallen. Ich habe mir den letzten Gong-Stream angeguckt und irgendwo, ich glaube bei 3 Stunden, wurde ein Kommentar aus dem Chat vorgelesen, wo einfach nur gefragt wurde, hast du dich auch von Jesus Christus von deinen Sünden befreien lassen, Gong?
Das war so Und was hat seltsam. er, und was hat er, wie hat er reagiert? Nee, lass. Er hat gemeint, nee, lass Jesus Christus mal da raus, um die kümmere ich mich lieber selbst. Das sind viel zu viele. Ja. Ist zwar eine gute Antwort, aber es ist so seltsam, dass die einfach komplett random in Twitch-Chats und so weiter Hast du auftauchen. gerade ein Bett bei dir in der Nähe? In dem Haus, ja. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht zu oft sagen. Sonst kommen es noch in unseren Chat rein. Von mir aus schon, von mir aus sollen sie es. Bin mir sicher, Ich wenn habe du die dreimal Redaktion noch hinter. nichts. Wenn du dreimal hintereinander Christfluencer sagst. Dann tauchen sie im Spiegel auf. Wobei, ich glaube, das ist eher so eine Sache, die mehr zu mir passt. Ich meine, öffentlich habe ich ja noch nicht viel zur Religion gesagt, aber Dann lass du es weißt auch ja, ich so jetzt. christenmäßig nicht so wirklich unterwegs bin. Dann lass es auch jetzt. Lass uns generell über das Thema Politik, Thema Religion hier aufhören. Das ist Politik immer gerne, aber dann eher im Podcast. Warum es gehört hat Was dazu. hat hier? Ja, aber Ich sag sowieso, Religion ist wenn. so ein schweres Thema. Das ist so, lassen wir es aus. Finde ich Muss nicht. jetzt Ich nicht finde, sein. Religion lässt sich zusammenfassen mit Glaub an, was du willst, nur geh mir damit nicht auf den Sack. Ja. Deshalb sage ich dazu auch öffentlich normalerweise nicht viel. Ich mache halt zum Beispiel mein Ding, aber. Geht halt niemandem was an, wenn er nicht danach fragt. Dann können wir es doch dabei belassen. Hat die Playlist schon wieder gestoppt, oder? Bei mir läuft nur was Leises. Mir ist gerade relativ laut. Ich habe es relativ Okay. leise gemacht, aber Hast du es wieder auf random gestellt oder hast du es wieder normal laufen lassen? ich glaube, ich habe es auf Random gestellt. Ich denke, dass die jetzt auch hübsch aussieht. Ich habe jetzt auch ein Falltürn raus. Okay. In Gibt's gewisser noch Weise. irgendwas, worüber man eben reden könnte? Wir müssen nicht zwangsläufig über was reden, das ist hier jetzt kein Podcast. Ja, aber es ist doch sonst super langweilig. Man braucht doch auch irgendwas für die Aufnahmen. Weiß nicht. Irgendwelche Spiele rausgekommen, auf die du gehypt warst? Wir gucken mal, Snap ist schon eine Weile raus. Wie findest du es eigentlich? Ich habe ja erst 6 Parts davon. Es ist schon wieder ein Zeuge Jehovas hier vor meiner Tür. Das ist schon wieder. Das ist doch nervig. Du Wo kommen einfach, die alle her? wenn man es dreimal sagt, tauchen wir auf. Wo kommen denn die alle her? Das ist hier. Nein, ich will mich nicht von Gott bekehren lassen. Hau ab, geh sterben. Jetzt brauche ich noch mehr Steps. Aber wie findest du Snap? Ist es das, was du erwartet hast, oder ist es anders? Ich habe gar nichts erwartet, also insofern. Ich kann es Hast ja du noch gar nicht. Ich kann das ja noch gar nicht. wenigstens keiner von den Leuten, die sich beschweren, man kämpft ja gar nicht und was ist das, man macht nur Fotos? Ja, es ist nicht so hundertprozentig meins, wenn man nur Fotos macht, als wie gesagt. Und aber Ist ja. also einer von denen? Ja, aber ich nehme es auch an, wie es ist, und es ist halt nicht meins, und ich spiele es zu Ende, ich werde es zu Ende spielen. Aber ja. Also ich brauche noch Fichten. Also ich habe mir ein paar Streams dazu angeguckt und ich finde es echt super. Also ein Fan davon werde ich nie werden, aber ja. Ich habe jetzt erstmal nicht verstanden, wie man ins nächste Gebiet kommt. Weil da muss man erstmal Level 2 schaffen, irgendwie auf dem Gebiet, irgendwie. Ja, Auf allen Gebieten, dann. musst da ausreichende Punkteanzahl kriegen für die jeweiligen Posen. Das finde ich ein bisschen nervig, aber ja. Das ist das Spiel. Wenn das nicht da wäre, dann gäbe es kein Spiel. Wie gesagt, ist nicht meins. Ich werde es zu Ende spielen, jetzt als
als Projekt auf YouTube. Ich werde es auch nicht 100% spielen, ich werde die Story zu Ende spielen, dann ist es gut und dann, ja. Schade. Es hat mich nicht so gereizt, aber ja. Ist was man kann man machen. Das ist ganz nett. Meine Wertung dafür nett. Spielewertungen sind halt auch wieder so ein Thema. Ja, meine Wertung, die ich in meiner, ich habe ja eine Liste, eine Excel-Tabelle, die ich auch verlinkt habe hier auf meinem Kanal, wo ich die einzelnen Let's Play-Projekte, die ich abgeschlossen habe, auch bewerte. Ja, muss man jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Ich vergebe selten Schlechteres als 80%. Das ist halt bei mir wirklich. Ja, sowas wie Prozent, das finde ich halt wirklich schlecht. Ich finde, man sollte Spiele bewerten nach Grafik, nach Gameplay, nach Design, nach subjektiv Spaß und nach was hat die Werbung versprochen, wie wurde es promotet und was hat es eingehalten. Das sieht man ja dann im Let's Play, das ist ja dann. Sieht man das ja, genau. Aber ich finde, das sind so die Kriterien, nach denen das bewertet werden sollte und da jeweils nach Punkten. Das ist so ein richtiges Fazit, so richtig. Ja. Da kann man sich einen guten Überblick verschaffen. Das war ja auch das Problem bei Cyberpunk. Das hätte jetzt wahrscheinlich grafisch. Wie macht so denn Falchion? Wie macht man denn nochmal Falchion? Du musst eine Dreierreihe Holz machen, glaube ich, oder? War 6. Nee, das war Stacks. Das war Stacks. Dann musst du 6 Holz machen. Also 3 unten, 3 Mitte. Oh wei. Okay. Jetzt habe ich hier Slabs. Jetzt muss ich noch eine Fichte pflanzen. Wenn ich noch irgendwo Fichten setze, denke hoffentlich. Sonst. Und das ist gerade übrigens Pokémon. Ansonsten werde ich dann morgen, am Montag werde ich Fichtensetzling. Birkensetzling habe ich hier. Wo hast du Fichten? Am Berg? Ja. An welchem Berg? Hier sehe ich gerade noch nichts. Sag mal, ist YouTube gerade down? Nö, bei mir die Playlist läuft noch. Was ist denn bei mir los? Was am Montag. Oh, Twitch ist eventuell down. Netzfehler ist aufgetreten, bitte versuch es, ne? Okay. Mein Stream läuft nicht mehr, mein Stream ist abgeschmiert. Was? Bei dir ist der Stream abgeschmiert? Ja, aber stimmt. Meine Aufnahme läuft noch, mein Stream ist abgeschmiert. Die Aufnahme läuft noch. Mein Stream ist abgeschmiert. Gerade bei mir, oder? Ich glaube, mein Internet ist gerade weg. Wieso ist mein Internet weg, aber ich bin bei Discord noch voll verbunden? Was ist denn das? Aber mein Stream ist offline. Ich hab grad irgendwas Google Server getroffen. Mein Stream ist offline. Ja, ich seh's. Die Aufnahme läuft aber noch, oder? Ja, Moment. Ja. Ist das jetzt nur am. Aber Stream läuft, oder? Wird mir auch noch angezeigt. Das wird hier. Soll ich den Stream mal kurz stoppen und nochmal neu starten, oder? Würde ich machen. Hä? Also, mein Internet ist voll da gerade. Meins auch. Twitch Breakdown. Guck mal auf Twitter nach. Guck vielleicht mal auf Twitter. Ob da Twitch Breakdown steht. Google Server gehackt. Okay, mein Stream ist scheinbar wieder live. Wie es ausschaut. Aber bei 0 Sekunden steht dort. 0 Sitzung 000. Modi, bist du noch da? Okay, mein Stream läuft wieder. 40 Sekunden. Modi? Hallo? Jetzt bist du wieder da. Okay, cool. Ja, ich glaube, mein Internet stirbt gerade. Aber bei mir war der Stream auch weg. Jetzt ist er gerade wieder da. Okay. Das ist ja cool. Das ist ja echt super gerade. Also OBS läuft, die Aufnahme läuft auch noch. Ich geh mal eben vom Server runter. Vielleicht sorgt das gerade zu viel Netz. Versuch mal zu. Ich würde mal gerne wissen, was jetzt passiert ist. Auf Twitch, mein Stream war auch off.
Das war natürlich, nicht. aber ich habe gerade kein Internet, aber andererseits habe ich Internet. Die Ja, Website ist nicht Internet. Ich erreichbar. habe Internet. Ja, die Website ist gerade bei mir nicht erreichbar, aber Discord hat wieder volle Verbindung. Der hatte nur einen kurzen Aber Stotterer. Twitch war bei mir doch auch. Das ist so. What the fuck? Hab doch Also ich kann jetzt auch Fichtnerz. schlecht den Router ausmachen, wenn wir noch im Call sind, aber das ist jetzt unschön. Ja. Das ist keine Fichte, oder? Ich bin vom Server runter. Ich habe jetzt auch gerade meine Aufnahme beendet. Fichtenstamm, doch. Das ist. Ja, gut, Okay, ich habe also. meine Aufnahme noch am Laufen. Das ist hier. Schön, also wenn sich das jetzt nicht beruhigt, dann würde ich sagen, bin ich für heute raus. Dann mache ich auch gleich Schluss. Ich wollte jetzt noch die Decke zu Ende machen. Ja, cool. Ich wollte eigentlich auch noch Na, den Berg fertig machen, guck aber. mal, ob es sich bei dir beruhigt. Anscheinend nicht. Ich habe hier kein Internet außer bei Discord. Das ist jetzt gerade sehr seltsam und Also nicht so Vodafone geil. vielleicht? Bei mir stimmt's. Bei mir läuft es scheinbar noch. Der Stream läuft auch wieder. Also YouTube geht so halb. Es lädt alles, aber andererseits Das lädt muss an auch dir nichts. liegen. Ja, ich glaub's auch. Wahrscheinlich hat Vodafone wieder Probleme, aber Aber warum ist dann warum mein ist. Stream abgebrochen? Und warum ist Discord auf Au, voller. Scheiße. Alles gut? Habe mein Zeugs verloren. Ach Mann. Ich muss mal eben den anderen Browser. Bist du vom Server runter oder was? Ich bin vom Server runtergegangen, ja. Kann ich ja gerade gleich mal schlafen gehen. Ja, gut. Ich hoffe, ich finde das Zeug wieder. Keine Ahnung, woran das jetzt gerade liegt. Ansonsten wird es nervig mit dem direkt am Baum. Muss ja was bei Twitch gewesen sein, weil bei mir ist es auch abgebrochen. Die Ursache ist bei Twitch zu suchen. Aua, aua. Ich bin durch Bärenbusch gegangen. Mit Aber meinem ich. Zeugs. Ja, gut, also ich würde mal sagen, ich bin dann raus und guck mal, ob die Technik irgendwie wieder hingebracht werden kann. Irgendwo hier unten muss mein Zeugs noch Ah, liegen, oder? jetzt funktioniert wieder was. Wo liegt mein Zeugs? Ist bei Nacht natürlich schwierig. Okay, ich glaube, mein Internet ist wieder am Leben. Hey. Okay. Ja, Internet ist wieder da. Scheiße, ich habe mein Zeug verloren. Ich glaube, da war Ich ich habe noch mal mein eine halbe scheiß Stunde. Zeug verloren. Panik. Moment, ich komme auf den Server. Wo habe ich das fallen lassen? Hier liegt ein bisschen Zeug rum. Aber noch nicht alles. Ach, da oben noch. Ist ein bisschen was. Da ist ein Bett. Ich habe mein Zeug quer über den Abhang verteilt. Ohne für das Spiel betreten. Ja. Okay, ich habe scheinbar mein Es Zeugs scheint wieder wieder. alles zu funktionieren bei mir. Wieso habe ich mein Zeug verloren? Ich Deshalb weiß habe ich mein nicht. Zeug verloren. Okay, mein Zeugs habe ich wieder. Hast du nicht gerade erst geschlafen? Nö. Okay, was auch Wir immer sollten das jetzt aber Internet mal ist, der Server schlafen. hatte gerade bei mir üble Probleme. Ich habe gerade eine Spinne 10.000 Mal gleichzeitig geschlagen. Hast du gerade ein Bett bei dir? Ja, habe ich. Können wir schlafen gehen? Können wir. Die Skelette können wir nicht. Da ist ein Zombie im Wasser. Da ist ein Zombie im Teich. Einen Schluck. So, ich streame jetzt seit 5 Minuten. Auch schön. Das habe ich natürlich nicht im Blick, wie lange der Stream schon geht, aber Jungs. egal. Au. Liegst du schon im Bett? Scheiße, mein Zeug ist weg. Gehst du mal pennen? Würde ich, aber mein Zeug ist weg. Findest du am Tag vielleicht besser wieder? Ah, hier ist es. Creeper. Sag, wenn du im Bett liegst. Ich bin im Bett. Wahrscheinlich Monster in der Nähe. Ah ja, nee, jetzt geht's. Jetzt müsste es gehen.
Na komm schnell, Und bevor der das Typ Telefon ankommt. klingelt. Moment. Wieso klingelt dein Telefon? Sie haben sie gehackt. Okay, Phantomanruf, cool. Okay. Also angerufen worden und Wieder aufgelegt, ja, oder? niemand dran gegangen, nur atmen. Das ist Okay. jetzt. Okay, das ist jetzt sehr seltsam. Das macht mir Angst. Gut. Erst dein Internet runter, Gut, Moment. Bei mir Twitch, was ist? Wurdest du gehackt und ich durch dich auch irgendwie, oder? Nein, nein, keine Sorge. Ich suche mir nur mal zur Sicherheit, wo waren denn die ganzen Dinge hier? Was, welche Dinge? Also entweder hätte ich diese Nacht umgebracht oder sonst irgendwas passiert, weil das war ein sehr seltsames Timing. Das war jetzt wirklich creepy. Ja, das war's. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich die halbe Esoterik-Abteilung von Amazon leer gekauft habe. Aus Interesse. Jetzt macht sich das endlich mal bezahlt. Ja. Ja, weil das ist mir dann doch eine Spur zu seltsam. Naja, wünsche dir viel Glück heute Nacht. Ja, danke. Ich werde bestimmt gut schlafen. Ja. Muss ja Ach, nichts bedeuten. Muss ja nichts ja, bedeuten. ja, das war jetzt aber so. Das ist. Ich Ich glaube, weiß, das ist nicht an. es gibt keine Zufälle, aber. Ja, das ist das, was mir Angst macht. Und natürlich habe ich ausgerechnet jetzt die Aber Aufnahme was? ablaufen. Aber was hat das mit meinem Stream zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Vodafone kurz gestorben. Ich will jetzt nicht mein Stream. Vielleicht hat auch mein Stream gar nichts damit zu tun. Das war nur zufällig irgendwas. Das kann auch sein, aber es gibt keine Zufälle. Ich meine, ganz ehrlich, mein Internet spinnt komplett rum. Mein PC macht sich selbstständig. Dann bekomme ich einen Geisteranruf und dann stirbt dein Stream. Also das ist eine Serie von Ereignissen, die nicht zusammenhängt, aber doch ein ungutes Gefühl hinterlässt. Okay. Meine Brille ist heute in meiner Hand zerbrochen. Ein guter Tag. Stimmt, das kommt noch dazu. Oh Mann. Wollen wir hier keine Zusammenhänge finden zwischen Sachen, die nicht zusammenhängen? Ich glaube, dazu bin ich nicht in der Lage. Ich glaube, dazu bin ich, da habe ich mich zu tief in der Materie verloren. Ach, ich bleib realistisch. Ich bin. Ja, du bleibst realistisch. Währenddessen durchsuche ich nochmal eben das Necronomicon, das ich aus Gründen tatsächlich besitze und neben mir liegen habe. Na dann. Dann find mal einen Zauber, der mich auch mit beschützt. Hätte ich da. Russische, schottische oder allgemeine? Was hättest du gern? Irgendwas, was mich diese Nacht überleben lässt. Nicht nur dich. Gut, ich guck also mal bei den russischen nach. Ach, ich glaube nicht an den Scheiß. Und ich wünschte, ich hätte eine Sache davon nicht ernst gemeint. Beziehungsweise was ernst eine gemeint? Sache davon würde nicht stimmen. Was? Ich verstehe es gerade nicht. Ich besitze wirklich alles davon. Ich habe ein Buch über russische Zauber und so weiter. Und ich habe viel zu viel Geld dafür ausgegeben, insgesamt. Mach mir aber jetzt keine Angst. Nee, keine Sorge. Das meiste davon ist christlich. Da fällt mir ein, ich habe ja auch das. Ich bin immer darauf ausgedacht. Also, ich meine, ich. Letztendlich wissen wir alles nicht. Letztendlich können wir alles zu allem nicht sagen. Das ist definitiv. Also. Wir können definitiv nicht sagen, dass es keine Geister gibt oder so weiter. Das ist halt irgendwie. Ja, doch, vieles kann man aber schon erklären. Zum Beispiel das Gefühl, dass jemand anwesend ist und so weiter, lässt sich auf kleine Kohlenmonoxid
Löcher in alten Häusern zurückführen. Das sorgt dafür, für das Gefühl. Das ist zum Beispiel nachgewiesen. Was gibt es noch? Schlafparalyse, ganz klassisch. Habe ich öfters das Gefühl, dass jemand anwesend ist. Ich würde mal meine Rohrleitungen checken lassen. Okay. Und wenn es das nicht ist, dann würde ich vielleicht mal... keine Ahnung. Wenn es das nicht ist, dann würde ich mal gucken, was sonst sein kann. Ansonsten ja, Schlafparalyse, das Klassische. Was ich übrigens noch nie hatte und da bin ich auch froh drum. Hast du schon mal Schlafparalyse? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also, dass du aufgewacht bist, hast gedacht, irgendjemand steht bei dir, siehst es ganz klar, kannst dich aber nicht bewegen. Teilweise vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ich bin halt wirklich nicht sicher. Okay, ja, es kann sein. In Teilen vielleicht. Wie gesagt, ich hatte sowas noch nie, zumindest nicht bewusst. Aber nicht so dramatisch und nicht so schlimm, wie es immer beschrieben wird. Du hast nicht den Tod neben dir stehen sehen, der dein Gesicht berührt, so wie PewDiePie. Also ich könnte schwören, dass das ist wirklich jetzt ein bisschen für das Spooky, ein bisschen für die Leute, die es nicht abkönnen, jetzt vielleicht mal weghören. Ich hatte einen Tag nach dem, das kann auch ein Verlustverarbeitungsding sein, einfach. Einen Tag nach dem Tod meines Opas hatte ich das Gefühl, dass der nachts neben meinem Bett stand, dass der tote Geist meines Opas mich nochmal besucht hat und da nochmal nachgeguckt hat, was mir gut geht. Das klingt tatsächlich sehr nach Trauerverarbeitung. Das muss halt wirklich nichts heißen. Das ist halt wirklich, wenn man jetzt. Ja, das wird Trauerverarbeitung sein, denke ich. Ich meine, ich hatte das noch nie, weil ich noch nie. Es klingt jetzt ein bisschen sehr gefühllos, aber ich habe noch nie getrauert. Und dann, obwohl ich schon viele Leute verloren habe. Also. Da bin ich vielleicht emotional nicht. Ganz normal. Steht deine Nummer, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass da jemand online deine Nummer rausgefunden hat? Erstens, meine Nummer steht nicht online. Zweitens, ich glaube, wir stehen nicht mal mehr im Telefonbuch. Drittens, diese Nummer hat keiner, weil niemand am Haustelefon anruft. Und viertens, ich mache nichts online. Also ich denke mal, das ist eine Störung im Dings, weil ich meine, mein Router hat ja auch verrückt gespielt. Ich versuche halt gerade eine Erklärung für den Geisteranruf zu bekommen, für den Stöhnenanruf. Das ist halt ein Creep. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es ein Problem mit der Telefonleitung hier in der Nähe gab. Das wäre nicht das erste Mal und es ist auch schon mal das Fernseher. Dass halt irgendein Creep deine Nummer rausgefunden hat und dann dort. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Aber es kann halt sein, dass das eine Signalstörung war, dass es halt irgendwas durchgesendet hat. Das Telefon neigt auch manchmal dazu, wenn du aufgelegt hast, nochmal einmal nachzuklingeln. Komplett random, also kann durchaus sein. Deshalb lasse ich es normalerweise 2-3 Mal klingeln und dann ist normalerweise ein echter Anruf. Man sollte ja auch immer nach hier, bevor wir jetzt mit Geister-Stories anfangen und so weiter, sollte man immer nach den realistischen Möglichkeiten nachsuchen und mal gucken. Ja, das sowieso. Vieles, das war jetzt nur... vieles lässt sich ja auch wirklich mit Vernunft und mit, also... mit auf jeden Fall, wie gesagt, das mit dem Kohlenmonoxid-Zeug, das habe ich auch... Wir sind ja hier nicht bei X-Faktor oder so, das ist da halt... Nee. Wobei ich halt genau das tatsächlich aus dem einen Buch über Geister, das ich auf Kindle habe, weil das ist echt geil geschrieben. Habe ich ja schon im Podcast gesagt. Da gab es am Ende diese ganzen Faktenerklärungen, was es sein könnte, was die häufigsten Ursachen sind und so weiter. Deshalb weiß ich sowas. Also, solange es keinen Beweis dafür gibt, dass es Geister gibt, solange müssen wir davon ausgehen, dass es sie nicht gibt. Es gibt zwar auch keine Beweise dafür, dass es Geister nicht gibt, aber ja. Also ich bin so ein, das wollte ich vorhin sagen, ich bin einer, der, ich fordere ungern das Schicksal heraus. Also ich glaube nicht direkt an Geister, aber das ist, also zum Beispiel nachts auf den Friedhof gehen, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich meine, ja, das ist so, zum Beispiel eine Sache, die könnte ich direkt machen. So, wenn ich mir denke, so ein bisschen, also, du musst auch das Schicksal nicht herausfordern. Also, für den Fall, dass es das auch wirklich gibt,
will ich jetzt nicht der, also ich würde mich zum Beispiel nicht nachts vor den Spiegel stellen im Kerzenlicht und dann dreimal einen Namen von irgendwem aufsagen, um das dann doch herauszufinden, das ist dann vielleicht aus irgendeinem Grund oder irgendwie aus irgendeiner Sachart und Weise dann doch, verstehst du?